Ja, hallo, herzlich willkommen, O-Comic. Schön, dass du da bist, zum zweiten Community Talk auf meinem Channel. Es ist schön, dass du Zeit hast, dass wir zusammenkommen. Und bevor wir jetzt loslegen, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Du darfst dich gerne mal vorstellen. Ja, hallo, vielen Dank natürlich auch für die Einladung und es freut mich hier zu sein. Ja, für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin O-Comic, mache auch Raid Shadow Legends Videos, sitze hier quasi in Leipzig auch. Also wer mich kennt und wer meinen Kanal verfolgt hat, der weiß das natürlich auch, dass ich vorher schon andere Videos, sage ich mal, gemacht habe. Also das heißt, ich mache YouTube natürlich auch schon ein bisschen länger mit anderem Content angefangen. Mich dann ein bisschen weiter vorgearbeitet, meistens alles so in Gaming-Richtung gewesen und bin jetzt bei Raid Shadow Legends angekommen, wie der gute Farbstoff hier. Ja, wenn du sagst, du bist schon länger in YouTube unterwegs, wie lange bist du jetzt schon dabei? Weil du hast ja schon doch einiges an Abonnenten mehr. Ich glaube, weit über 3000, kann das sein? Die hast du schon geknackt, die Marke, Ich bin ne? jetzt bei 3000, hab's geknackt, genau. Das freut mich natürlich immer voll, dass dann so viele Leute abonnieren und sagen, hey, die Videos gefallen mir und das ist guter Content, mach weiter so. Bin natürlich auch im Discord, genauso wie bei dir, erreichbar. Wenn irgendwas ist, Fragen sind oder so, dann können die Leute auch immer zu mir kommen. Und ja, ich mache das Ganze schon ziemlich lange. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann ich genau mit YouTube angefangen habe. Also die ersten Videos damals, die habe ich mal zu meiner Ausbildungszeit oder so gemacht. Das war dann aber auch noch nicht zum Gaming hin. Zum Gaming bin ich dann erst später gekommen. Habe dann mit verschiedenen Spielen solche Let's Plays gemacht. Das war dann zu der Zeit, wo auch Kronk das gemacht hat. Das heißt also, der hat mich da so ein bisschen in die Richtung gebracht, wo ich gesagt habe, oh, das ist cool, das will ich auch mal probieren. Hab damit angefangen, war da aber auch nicht so erfolgreich damit. Also richtig erfolgreich war ich damals dann, als ich angefangen habe, Diablo 3 Videos zu machen. Und da habe ich auch so ähnlich wie bei Raid Shadow Legends Tutorials mitgemacht, ab und zu sogar auch mal gestreamt. Da habe ich jetzt leider nicht mehr so viel Zeit für Stream. Deswegen mache ich meistens mehr so einfach Videos, Tutorials, Accountübernahme, wo ich dann den Leuten auch helfe, genauso wie du das halt in deinen Streams auch machst. Genau, da bin ich jetzt gerade. Ah, sehr nice. Sehr nice. Seit wann machst du dann schon Raid-Videos? Ungefähr? Seit letztem Jahr, ich glaube, das erste habe ich als WhatsApp gemacht. Das war so ein, wie soll man sagen, so ein Bereich von meinem Kanal ist das, dass ich ab und zu mal so Apps vorstelle und Games vorstelle. Und da habe ich das als App sozusagen zum ersten Mal vorgestellt. Das müsste anfangen oder Ende Februar, März irgendwann gewesen sein. Ich habe natürlich vorher schon Raid gespielt, um einfach so ein bisschen was dann zeigen zu können in der WhatsApp-Geschichte. Also es ist nicht geschrieben wie WhatsApp, sondern schreibt mit Doppel-Z, so WhatsApp, so nach dem Motto. Und da habe ich das dann zum ersten Mal vorgestellt und habe dann halt weitergespielt und habe gedacht, das ist eigentlich ein cooles Spiel, wo du mal so ein paar Tutorials machen kannst. Da hast du selber wenig Erfahrungen gehabt und da könntest du vielleicht Leuten Videos geben, um ihnen weiterzuhelfen am Anfang und dann vielleicht auch beim späteren Spiel, also immer, wo ich merke, ich habe selber vielleicht Probleme irgendwo, da versuche ich dann natürlich Lösungen zu finden und das dann den Leuten auch zu zeigen, was habe ich jetzt gemacht, wie könnt ihr eure Helden vielleicht verbessern und so weiter. Na, nice. Das heißt, du spielst ja schon dann fast von Anfang an das Spiel. Ja, schon fast, genau. Habe auch mir viele Videos angeguckt von den englischsprachigen Kollegen da. Also ich glaube, der erste, den ich mir mal angeschaut habe, war so Stu Gaming von den englischsprachigen Kollegen und habe dann gesehen, dass da auch viel verschiedener Content dazu gemacht worden ist und dachte mir, für den deutschsprachigen Raum gibt es halt auch noch nicht so viele, die das scheinbar machen und so viele Leute, die das Englische vielleicht auch nicht so gut verstehen, gibt es jetzt auch nicht. Und ja, da habe ich gedacht, fängst einfach mal an, ein paar Tutorials zu machen, vielleicht interessiert es die Leute und ja, das wurde halt sehr gut aufgenommen und seitdem mache ich jetzt Raid Shadow Legends Videos und Tutorials. Sehr nice. Also für alle, die zuhören, ich werde natürlich den Link zum YouTube-Channel natürlich auch verlinken, dass ihr dann auch den Channel euch anschauen könnt, wer ihn noch nicht kennt. Also das gleich mal zwischendurch. Wenn du sagst, du hast jetzt schon, also nach Raid Challenge schon andere Videos gemacht, hat es sich schon immer um Gaming gehandelt oder war das? Also das meiste, ja.
Und das meiste schon. Dann hatte ich mal eine Zeit lang, wo ich nicht so viel spielen konnte, weil also Raid Shadow Legends ist tatsächlich mal ein Spiel, was ich jetzt längerfristig spielen kann, weil man es halt am Tablet und auf PC spielen kann und dann so ein bisschen wechseln kann, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit am PC verbringe, sondern das meiste ist eigentlich, wenn ich am PC mache, ist einfach die Videos und das Schneiden und das andere, das spiele ich meistens einfach mobile. Da das mit anderen Spielen nicht so oft möglich ist und wie gesagt, ich ja auch mit Diablo 3 schon ähnliche Spiele gespielt habe und da Erfahrungen gesammelt habe, habe ich einfach dann gesagt, hier, das ist mein Spiel, da kannst du jetzt wieder Videos dazu machen. Und das, der andere Content war eher so in Richtung ja, YouTube-Kanal aufbauen und sowas. Okay, und das, folgst du das noch? Also diesen oder konzentrierst du dich gerade voll auf Raid? Also momentan tatsächlich voll auf Raid, weil sonst für jetzt noch mehrere Nebenprojekte oder so einfach keine Zeit ist, neben okay. Arbeit und Kind und so, dann ist das mit der Zeit ein bisschen schwierig. Ich will ja auch Zeit mit dem Kind verbringen und mit der Frau und nicht nur dann am PC sitzen und dann irgendwelche Sachen aufnehmen. Von daher reicht erstmal Raid Shadow Legends hier aus. Man muss es ja auch spielen, ne? Wenn man dann irgendwie Videos machen will. Genau, und weil man ja während der Arbeit nicht wirklich spielen kann, sondern höchstens mal in der Pause oder so dann das Handy zückt. Da muss ich natürlich abends dann ein bisschen mehr Tablet farmen, damit ich so ein bisschen über die Events drüber komme und so weiter, damit ich, wie gesagt, die Fusionsevents mitmachen kann und so weiter, ein paar neue Helden vorstellen kann. Ich muss ja auch mal ab und zu welche auf 60 bringen. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade geschaut, du hast ja die Fusion schon gemacht von Rotos. Das ist richtig, ja. Ich habe gerade mal geguckt, bei der Spinne hast du jetzt so ein Team jetzt zusammengebaut. Hast du das schon durchgetestet? Also wie sind so deine ersten Erfahrungen mit ihm? Also Ice Golem habe ich schon getestet und Drache, da lief es ganz gut. Spinne ist es jetzt nicht unbedingt so geeignet gewesen. Clan Boss würde ich gerne mal noch testen, habe ich jetzt noch nicht probiert mit dem Set, weil da würde mir jetzt für ihn quasi die Heilung fehlen. Da weil ich in meinem Team jetzt keinen direkten großen Heiler drin habe. Müsste ich dann anders lösen, dass ich mir wahrscheinlich Frask nochmal auf Level 60 oder sowas dann hole. Aber erst beim Eisgolem 100.000 Schaden hat er durchaus an den einzelnen, ja, wie sagt man immer so schön, Wellen gemacht pro Gegner. Macht er mit einem Schlag schon mal 100.000 und dann fällt einfach mal einer um und dadurch, dass er halt eine Zusatzrunde macht, da macht er halt einfach weiter. Und ja, dann macht er die Wellen quasi platt einfach. Und am Eiskohle macht er eben genau denselben Schaden und die Ads gehen dann auch einfach weg, weil er diesen Wiederbeleben-Blocken-Debuff setzt. Das heißt also für Eiskohle super geeignet. Und auch für die Arena ist es sehr interessant. Ja, bin immer gespannt. Also ich werde mal noch testen. Ich habe jetzt schon viel Gutes gehört. Ich bin überrascht, dass er so eine guten Multiplikatoren hat. Es schreit nach Nerf, ne? Ja, ja. Also ich hoffe nicht, dass sie dasselbe machen, weil eigentlich dürfte der. Wäre schon bitter, wenn es jetzt der zweite ist, den sie nerven. Nach Tormin. Ja. Also, aber obwohl ich sagen muss, Tormin immer noch stark ist. Also ja. Ich habe ihn auch und habe ihn auch in vielen Gebieten im Einsatz. Also es hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Es hat mich tatsächlich in der Arena auch gestört, als ich gegen Tormins gekämpft habe, dass er halt auf allen möglichen Mist an Buffs reagiert hat. Also durch die Heilung von Sets und durch irgendwelche Heilungen von Skills und Geschwindigkeitssteigerungen von Skills, die einfach nur im Skillbaum sind. Also das war schon nervig. Ja, das stimmt. Das war wirklich nervig. Da haben viele Probleme auch gehabt. Also gerade wenn man dann wirklich nur auf Abo setzt zum Beispiel, dann ist man eigentlich schon raus, weil so wie man sich nicht Speed Increase geben kann oder Rundenmeter, hat man eigentlich schon verloren. Ja. Ich habe zum Beispiel Lissandra im Team, deswegen auch schwierig. Dann hattest du wahrscheinlich schon das Problem, ja. Aber es hat ganz gut funktioniert. Ich habe einfach nicht ihren Speed benutzt, sondern einfach ihren Rundenmeter-Reset. Ja. Und das ging auch ganz gut. Das stimmt, sie hat ja auf dem einen Skill, wo es ein Rundenmeter komplett wert, genau. Genau. Hast du jetzt, wenn du jetzt schon ein Jahr spielst, wie wird so deine Erfahrung nach dem Jahr? Ich meine, du hast jetzt dann dieses ganze Auf und Ab in Raid mitbekommen. Wie hast du es so aufgenommen für dich? Hast du dich davon beeinflussen lassen? Ich sag mal so, ich versuche mich jetzt nicht direkt irgendwie beeinflussen zu lassen. Es ist ja auch so, weil manche denken ja, dass man, wenn man Raid Shadow Legends Videos macht, muss man halt immer alles schönreden oder so. Da wird von Plarium in irgendeiner Art und Weise bezahlt. Das ist natürlich nicht so, also das wirst du bestätigen können. Ja.
Und es ist natürlich, ich habe ja auch schon Videos gemacht, wo ich dann am Anfang von Raid Shadow Legends auch so ein bisschen drauf eingegangen bin, dass halt viel auf Abzocke bei einigen Angeboten gegangen worden ist. Da hatte ich auch so ein Video mal gemacht über die einzelnen Angebote, die gemacht worden sind. Dann, als es nochmal Probleme gab, hatte ich auch schon Videos gemacht, einfach über die Probleme, das so ein bisschen anzusprechen. Und mein Ziel ist es natürlich auch immer mit meinen Videos, um so ein bisschen Infos zu geben, wie kann ich jetzt zum Beispiel Geld sparen oder vermeiden, Geld auszugeben, auch als Free-to-Play-Spieler, wo kann ich vielleicht hier bestimmte Tricks und Kniffe benutzen. Und es war schon auch sehr zu merken in der Community, als die Probleme jetzt bei der letzten, also das war ja die Season, der Anfang der Season, ja, als sie dieses Update eingefahren haben, wo das dann nicht mehr funktionierte, man konnte sich nicht mehr einloggen oder man ist mal aus dem Spiel rausgeflogen. Das war schon ziemlich krass. Also das waren, glaube ich, die heftigsten Probleme, die sie bisher hatten. Man kannte es ja schon, dass es ab und zu Serverwartungen gab, auch mal relativ schnell, 15 Minuten vorher angekündigt oder auch mal aus dem Spiel rausfliegt und so weiter. Also irgendwie scheint da wirklich die Infrastruktur nicht sehr stabil zu sein, was sie da aufgebaut haben. Ich weiß nicht, was sie da benutzen oder wie sie ihre Spiele im Hintergrund. Ich meine, Plarium hat ja mehrere Mobile Games. Ich weiß nicht, ob sie dann verschiedene Teams haben oder eins, was sich um alle Mobile Games kümmert. Aber ich hoffe, dass sie erfahren haben und das nicht bei allen Spielen so ist, die sie jetzt hier benutzen. Das hoffe ich auch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn sie tatsächlich alle anderen Spiele auf derselben Infrastruktur aufbauen, dass sie genau dieselben Probleme in allen anderen Spielen haben werden. Und das mit dem Update, also es kam mir irgendwie vor, als können sie es nicht richtig testen scheinbar und auf der Live-Umgebung läuft es anders als auf der Testumgebung vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist auf iOS, also bei iTunes sozusagen, das dann zu releasen, wenn es was Größeres ist, dass man ein bisschen schwer testen kann an manchen Stellen. Aber dass es natürlich jetzt dazu führt, dass man gar nicht mehr spielen kann und dass dann mehrere Patches bzw. Bugfixes gemacht werden müssen, das war schon sehr hart. Und das hat man auch gemerkt, dass an den Kommentaren unter den Videos und in der Community im Discord, dass es da sehr viel diskutiert wurde und die Leute mal geschrieben haben, ja, ich komme halt nicht rein und jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen und die Clanbus-Keys sind schon wieder alle weg und die Entschädigungen sind ja dann auch nicht so prall. Ja, also ich hatte auch das Pech, ich wurde auch gebannt. Ich hatte auch diesen technischen Bann. Ah, ja. Und das hatte ich zum Glück nicht. Ja, sehr froh. Also da war ich natürlich dann im Endeffekt, meine, was bringt's, wenn ich mich aufrege? Ich habe es dann immer ein bisschen mit Humor gesehen. Ich glaube, also meine persönliche Meinung ist da irgendwie, so bei die Info, die ich habe, dass die viele Programmierer sind weltweit verstreut. Und dann haben sie ja so einen etwas größeren Sitz und ich glaube, dass die den Release einfach rausbringen wollten, weil die Community sich ja aufgrund dieses Draco-Gate-Vorfalls mit Cartman da ziemlich darauf gedrängt hat, kein Update und da und dass sie dann einfach voreilig dieses Update rausgebracht haben. Ja, irgendwie ist da auch sehr viel Inkonsistenz drin zwischen der Kommunikation, was, sag ich mal, die Community-Manager machen, was die Developer, also die Entwickler machen. Ich vermute auch immer, dass da irgendwo einer sitzt oder das, die haben ja einen großen Investor, der aus der Casino-Welt kommt, also quasi der Investor, der dahinter steht, hinter Raid Shadow Legends, der in dieses Spiel Geld gibt, die sind ja aus der Casino-Welt sozusagen, aus der Glücksspiel-Welt und ich glaube, dass es da einfach viel Druck von oben gibt, dass die quasi dann sagen, jetzt muss das passieren, jetzt muss das rauskommen und wir müssen dieses sofort jetzt machen und dann muss noch da und da gearbeitet werden und dass es oftmals einfach keine Gegenstimmen direkt im Team gibt, weil es gibt ja meistens einen Projektmanager oder mehrere Projektmanager, die dann dafür verantwortlich sind und die trauen sich dann vielleicht nicht wirklich zu sagen, jetzt, das geht jetzt nicht, wenn wir das jetzt machen, dann stürzt uns das Spiel ab oder dann gibt es einen Shitstorm und dann kommt jetzt die Community und dann springen uns die ganzen Spieler ab, weil ich habe das auch damals in meinem Livestream gesagt, das war übrigens mein erster Livestream zu Raid Shadow Legends letztens, da habe ich auch gesagt, dass es eben so ist, dass wenn ich zum Beispiel sage, ich drücke das jetzt durch und egal was passiert und dann springen die Spieler ab, zum Beispiel auch die Whales, also die Wale, die haben ja auch gesagt, also es ist nichts mehr, ich gehe jetzt. Ne? Da geht halt Geld verloren, da geht mehr Geld verloren, als wenn ich jetzt vielleicht nochmal 1-2 Monate warte und das ordentlich release, ohne dass jetzt das Spiel dann abstürzt, dann kann ich sogar noch mehr Geld quasi damit ja verdienen, weil dann wieder mehr Spieler den Season Pass sich holen. Aber natürlich sind dann viele jetzt abgeschreckt, einfach weil diese
Instabilität ist und wenn das nächste Update kommt, ist dann halt die Angst, passiert das wieder. Man sollte halt dann zu dem Zeitpunkt noch kein Geld irgendwie in dieses Spiel investieren, weil es bringt halt nichts, wenn man jetzt, sag ich mal, irgendwas kauft und dann wird der Kauf nicht gut geschrieben oder das Spiel stürzt ab und dann ist es gar nicht da im Posteingang, dann hat man die Rennerei mit dem Support, der Support reagiert nicht, habe ich schon gehört, oder wenig, also der war völlig überfordert. Da muss man dann gucken. Also da sollte halt einfach mal einer sagen, wir können das jetzt nicht releasen und dann sparen sie sich auch so ein bisschen Geld für den Wartungsaufwand, weil alles, was man jetzt hat, dadurch ist ja auch Wartungsaufwand, denn der kostet Geld und die Entwicklerstunden, die dann noch am Wochenende und extra noch gerechnet werden müssen, also da geht viel Geld verloren bei sowas. Das stimmt, das stimmt. Na gut, aber dann hattest du ja Glück, wenn du jetzt nicht vom Bunny getroffen warst. Die haben sich ja da ziemlich, wie soll ich denn sagen, also wie ich das mitbekommen habe, das, was jetzt da aus internen Kreisen war, das, wo die Datenbank zerschossen hat. Ja, die Kommunikation war auch nicht sehr gut und ich muss auch sagen, es ist sehr komisch, was da passiert. Also war ja auch immer gesagt, wenn die Server müssen gewartet werden und runtergefahren werden. Und wenn die Datenbank natürlich zerschießt, dann merkt man schon, dass sie da irgendwas falsch gemacht haben. Natürlich. Also, dass sie wahrscheinlich angefangen haben, das zu entwickeln, gesagt haben, wir müssen jetzt schnell von der Alpha in den Beta-Status und wir müssen jetzt vom Beta-Status direkt in den Original 1.1-Status reinwechseln. Also da ist wahrscheinlich auch wieder nur schnell entwickelt worden und auf Druck von oben. Und jetzt haben sie natürlich die Probleme nach längerer Zeit dann, wenn sie immer mehr Sachen anflanschen an die Software und immer neue Features reinmachen, dass jedes Feature, was du dann reinbringst, führt irgendwo dann zu Problemen. Und dann sieht man, was passiert in so einer Season, die dann eingeführt wird mit einem größeren Feature. Dann stürzt halt alles ab. Ne? Ja, das ist wohl wahr. Hast du jetzt eigentlich noch für dich selber noch irgendwelche Ziele mit dem? Mit also deinem momentan Kanal? Fraktionskrieg ist so ein bisschen und noch mehr Schaden bei Ultra Nightmare Clan Boss. Also ich mache zwar momentan brutal Albtraum, aber ich kann natürlich auch den Ultra Albtraum Clan Boss machen. Macht da glaube ich auch um die 20 Millionen, könnte noch ein bisschen mehr sein. Also ich würde mir wünschen, jetzt mal so auf 30 Millionen hochzugehen. Damit weiß ich aber auch schon, dass ich ein bisschen mehr an meinem Equipment arbeiten muss, weil meine Geschwindigkeit und Genauigkeit teilweise einfach noch nicht so passend sind. Aber ich arbeite gerade auch noch an ein paar neuen Champions, die ich ausprobieren will. Und auch meine Fraktionsgruften so ein bisschen noch auszubauen und zu gucken, dass ich da noch ein bisschen, jetzt ist ja auch die Zwergengruft gerade online gegangen, da habe ich ja Tormin. Den werde ich jetzt mal ein bisschen testen dort. Auch gegen die Bosse. Tommy funktioniert gut. Ich hoffe, ja, ist ja ziemlich gut. Auch was Buffs und so weiter betrifft. Ja, also ich habe ihn heute dort getestet. Ich kam. Ja, also wenn du halbwegs equipped drauf hast, kommst du da sehr weit. Und du hast ja, ich habe gesehen, gerade, du hast ja einen mit 5200 Defense. Ja, weil ich halt bei ihm auch nicht auf die Geschwindigkeit gegangen bin, sondern einfach alles auf Defense draufgehauen habe, was ging. Ich habe jetzt gerade mal einen Arena-Fight gemacht mit deinem Rotos. Er hat dann echt noch den Kampf umgedreht. Ich habe es gedacht, du verlierst, aber der hat den Kampf echt noch gedreht. Also ja, manchmal, ich wechsle gerade so ein bisschen im Arena-Team rum und probiere so ein bisschen was aus. Da, tatsächlich, wenn er viele Zusatzrunden hat, was öfter auch durch das Unnachgiebig-Set natürlich passiert, dann haut er schon ganz schön was weg. Naja, also ich war jetzt echt überrascht. Echt. Ich meine auch, also für deinen dein Klamos-Team ist natürlich super ausgestattet, ne? Ich meine, mit Mertaya, dann hast du Visier. Das ist natürlich super. Der ist super. Ja. Und ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht, das ist so 2 Tage oder 3 Tage her, einen Account-Support gemacht von jemandem, der auch von Nightmare auf Ultra geswitcht ist. Und das Schöne ist, du brauchst am Anfang gar nicht deinen Speed angleichen. Nee, es muss nicht unbedingt sein, aber es hilft halt. Ne? Ja, aber mit einem Debuff Extender hast du ja halt den Vorteil, du setzt einfach eine Runde aus, also du machst praktisch eine Leerlaufrunde und dann fängst du erst richtig an. Das kostet dich gar nicht so viel Damage. Dann nee, kostet nicht, aber es kostet halt trotzdem und dann ist es natürlich später nice to have, den zu haben. Wie gesagt, also ich habe meinen jetzt auch eher auf Traum, meinen Clanmus-Team. Und bei Ultra Nightmare mache ich aber trotzdem so 20 Millionen einfach durch den Debuff Extender. Ja, genau. Bei Albtraum habe ich jetzt so zwischen, glaube ich, 27 bis 33. Das schwankt manchmal so ein bisschen. Ja, du hast jetzt hier 4. Ja, genau. Sind 27 hast du jetzt heute. Also wenn man durch 2 nimmt, die Summe, die du hast. Also mein erster war, glaube ich, ein bisschen weniger, weil ich auf Auto gespielt habe. Da waren es, glaube ich, 24, 25. Und der andere waren dann irgendwas um die 29, 30. Na gut, da war selbst.
wenn es sich da egal, ob du jetzt dann 40 oder 90 machst, weißt du, am Ende kriegst du trotzdem bloß eine Truhe. Also ja, aber es geht mir ja darum, wenn ich mehr Schaden, sag ich mal, weiß ich, dass ich am Albtraum mache, dann weiß ich auch, dass ich am Ultra-Albtraum mehr aushole am Ende. Das stimmt, das stimmt. Die Fraktion, hast du irgendeine Fraktion, wo du sagst, oh hey, da bin ich schon richtig weit in den Fraktionskriegen, wo du besonders erfolgreich warst? Also ich glaube, einmal Hochelfen ist so eine, wo ich am weitesten mit bin. Und ich überlege gerade, es gab auch noch eine andere. Dunkelelfen war ich jetzt einigermaßen gut und Untote war auch nicht so schlecht. Obwohl ich nur mit Henker und Doompriest, glaube ich, gespielt habe. Aber die haben das Ding schon ganz gut durchgerockt. Ja. Aber bei Hochelfen habe ich halt ein paar ganz gute. Also du hast ja gesehen, Lysandra ist mit dabei. Dann kann man auch einen Royal Guard mit reinnehmen, der ist ja auch Hochelf. Tyrell ist mit dabei. Also die sind schon gut und helfen ungemein. Hast du einen Lieblingshelden? Ja, es ist immer schwierig, weil es kommt halt immer mal wieder ein neuer dazu und dann überlegt man, ob sein alter Lieblingsheld halt immer noch der Lieblingsheld ist. Ja, wer ist denn dein Lieblingsheld? Meistens sind es ja die, die man auch am meisten spielt, sage ich mal. Also Märtyrerin ist schon ganz cool und Tormin ist, glaube ich, auch mittlerweile einer meiner Lieblingshelden einfach, weil man ihn so vielseitig einsetzen kann. Okay. Das ist ja schön. Wenn du hast ja mit Stunset, spielst ihn ja. Wie findest du das Stunset in der Arena? Pockt das gut? Ja, super. Ja? Also hat zwar nicht die große Chance, aber wenn man ein Team hat, was hohe Widerstandswerte hat auf der anderen Seite, dann ist das ja egal, der Widerstand. Und dann prockt ja trotzdem der Stun und dann haben sie auch nichts gekonnt quasi. Dann können sie zwar dem Eis widerstehen, aber dem Stun nicht. Das ist wohl wahr. Das habe ich selber schon sehr oft Probleme mit dir gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Vor allen Dingen dann, wenn hilft du den... natürlich auch bei Wellen, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen in die Fraktionskriegen. Da ist es ist dann alles. Ja, vor allen Dingen bei den Gegnern, also auch in der Arena oder bei Wellen, weniger Widerstände haben, dann hast du halt Eis, dann hast du noch Stun und dann hast du noch Provozieren. Also was willst du mehr? Das ist richtig. Ja, das ist wohl wahr. Wenn du, ich sehe gerade, du hast ja hier die Arbeiter-Mission abgeschlossen. Ja, an der arbeite ich gerade. Genau, wie war so für dich der Kampf dahin? Also das Beschissenste, Spinne. Ja. Alles andere ging. Also bei allem anderen konnte ich, sag ich mal, dadurch, dass ich meine Teams ja meistens erstmal relativ defensiv baue, sodass sie viel aushalten, dann macht das ja nichts. Dann kann ich halt 20, brauche ich halt 5 bis 10 Minuten oder so und bin trotzdem durch. Und auch bei der Kampagne auf Brutal brauchst du halt ein bisschen länger. Hast du halt ein defensives Team, das hält halt was aus, aber du schaffst es am Ende eben. Und plus bei der Spinne, dann nützt dir das halt nichts, wenn du nur auf Defensive oder so spielst, dann machst du am Ende weniger Schaden an der Spinne und dann fällt sie vielleicht nicht um und heilt sich noch zwischendurch. Also bei Spinne braucht man schon immer eine gute Taktik, vor allem auf Auto-Team, weil viele Champions sind ja auf Auto, ja, wie soll man sagen, nicht zu gebrauchen. Ja. Ja. Und da gibt es halt nur bestimmte Taktiken mit bestimmten Teammitgliedern, die man spielen kann. Also man kann ja nicht mit jedem Team Spinne spielen, deswegen muss man immer gucken, dass die Fähigkeiten stimmen und so weiter. Aber auch da hat mir Tormin sehr geholfen, um die kleinen Spinnen so ein bisschen von meinem Tank fernzuhalten, damit ich es dann schaffe. Habe zwar, glaube ich, 100 Versuche gebraucht, um die 10 voll zu machen, aber ich habe es dann geschafft. Na gut, am Ende, am Anfang geht es ja darum, übers Warp zu schaffen, oder? Genau, es geht ja erstmal darum, das zu schaffen und Arbeiter zu holen. Und mit Arbeiter kann man theoretisch auch ein besseres Auto-Team bauen. Wenn man, sag ich mal, mit Arbeiter spielt, kann man auch Spinne-Auto zum Beispiel mit ihr machen, kann dann auch andere Dungeons oder Arena. Also sie ist ja auch sehr vielseitig einsetzbar. Das stimmt. Ist so ein kleiner Game-Changer. Weil gerade vom Game-Changer, hast du eigentlich Rasin fusioniert oder hast du den so bekommen? Den habe ich fusioniert, einfach weil ich wusste, dass seine Skills mir was bringen werden für meine Dungeons. Weil jetzt arbeite ich jetzt gerade auch so ein bisschen daran, meine Dungeons ein bisschen schneller zu machen, meine Speed-Teams quasi zu bauen. So für Drache bin ich jetzt gerade dabei, für Eisgolem werde ich es jetzt versuchen, ein bisschen schneller zu werden. Ich habe jetzt eine Sea auch gezogen, wird mir da definitiv helfen. Die ist nice. Ja, habe ich schon ein Video von dir gesehen. Naja, die geht wirklich sehr, sehr gut. Also da braucht die Warpus ein paar Buffs und dann geht die echt ab. Ja. Jetzt bin ich aus deinem Account rausgeflogen, jetzt komme ich nicht mehr rein, wa? Oh, ich bin nicht reingegangen. Nee, ich also kann gar nicht an. Da steht zwar Anmeldung da, aber da steht da jetzt fest,
komisch. Vielleicht ist gerade wieder Serverwartung oder sowas komisch. Das würde mich ja nicht wundern. Die passen zum Stream oder passen zum Interview. Passt zu den Problemen, die wir jetzt die letzte Zeit sowieso immer hatten. Also die sind auch noch nicht gefixt gewesen. Da ist immer mal noch was passiert in der Zwischenzeit, dass man nicht richtig verbunden wurde oder wieder rausgeflogen ist. Das passiert öfter mal. Du machst ja immer in deinen Videos am Anfang so ein so dein Gruß hier, dieses Bidi-Badi-Bu, oder wie nicht, wie das geht. Wie ist denn das entstanden? Hast du da irgendwie gibt's da eine Geschichte zu? Oder hast du es einfach irgendwann mal aus Jux gemacht? Nee, das kam tatsächlich durch die Arbeit. Ist nur die Frage, inwieweit ich da, sag ich mal, was erzählen kann. Über Arbeit erzähle ich immer ungern viel. Ja, ist es nicht schlimm. Also da gibt's eine Geschichte zu. Also du hast dann irgendwie privat was erlebt. Okay. Bevor ich jetzt, sag ich mal, gewechselt bin von meiner vorigen Tätigkeit zur jetzigen, habe ich halt im Service Center bei uns gearbeitet und mit anderen Kollegen natürlich dann zusammen, eher im Backoffice-Bereich. Und da haben wir halt auch viel Blödsinn, sag ich mal, miteinander gemacht. Und da ist das so ein bisschen entstanden, dass wir dann so bei bestimmten Fällen einfach gerufen haben, bitte, bitte, bar. Na, okay. Wäre auch nicht schlecht. Ja, ich scheint hier irgendwie, lass mich gerade mal gucken auf meinem, ich habe gerade den zweiten Account offen, da alles funktioniert, dann wäre es echt merkwürdig. Nee, da geht's auch nicht. Weil dann sind bestimmt gerade die Server wieder abgekackt. Ist ja auch wieder nichts Neues dann. Das ist natürlich super. Dann muss ich da wohl da irgendwas anderes reinschneiden, solange. Wenn du, ich habe gesehen, du hast jetzt einige Videos gemacht, wo du viel erklärt hast und auch mit Excel-Sheets oder mit Google Doc-Sheets oder Table-Sheets gearbeitet hast. Hast du da Rückmeldung bekommen, wer so die, wie soll ich das sagen? Also hast du das Gefühl, dass die Leute das gut annehmen oder wo du sagst, so, das kommt eher gut an, das kommt eher nicht so gut an oder wo du das Gefühl hast, na, da würde ich in die Richtung gehen wollen? Wie sind so also man merkt natürlich dann schon ab und zu, dass bei einigen Sachen kommen, zum Beispiel bei so einem Beschwörungsevent, dann sind halt doch ein paar mehr Leute auf so einem Beschwörungsrechner dann plötzlich aktiv, den man ja mal gemacht hat, um einfach mal so ein paar Wahrscheinlichkeiten zu berechnen oder die Punkte zu berechnen. Also es gibt so bestimmte Sachen, die helfen halt mehr als andere logischerweise, weil man die öfter braucht, das zu berechnen oder schneller zu berechnen. Also mein Hintergrund ist einfach immer, ich mache die Tabellen, damit die Leute einmal Ressourcen sparen können oder bestimmte Sachen vorausplanen können für Events. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich brauche jetzt so und so viele Punkte, muss ich ja nicht alle Splitter ausgeben, aber wie viel muss ich denn jetzt, muss ich das jetzt in Taschenrechner einrechnen schnell? Naja, ich kann ja auch einfach mal auf die Google Sheets schnell gehen und das einfach eingeben und dann rechne ich mir sogar noch die Chancen nebenbei vielleicht auf einen entsprechenden Helden aus, wenn jetzt zum Beispiel zweifach Chancen-Event oder sowas da sind. Oder bei Tränke berechnen, wenn ich jetzt verschiedene Helden wie im Fusionsevent hochbringen muss mit Tränken, habe ich ja so einen Trankrechner gemacht. Da kann man auch einfach eingeben, ich habe jetzt so und so viele blaue Helden, dann von episch bis selten. Und dann rechne ich einfach aus, die brauche ich, dann kann ich gucken, wie viel habe ich. Reicht das aus? Nee, reicht nicht, muss ich blau farmen zum Beispiel oder sowas. Also da gibt es schon Sachen, die sind sehr hilfreich. Da habe ich auch schon gutes Feedback mitbekommen. Und wie gesagt, wenn so Events oder so sind, merkt man halt auch, dass die Leute dann wieder verstärkt mehr draufgehen. Das ist doch mal hochinteressant. Also ich habe jetzt heute auch in deinem Livestream gesehen, du hast da, glaube ich, auch so ein Tool gemacht für das Farmen. Genau, also ich habe zwei Tools gemacht. Ich habe einmal einen Bundle-Calculator gemacht, wo die Leute einfach eingeben können, was es in dem Bundle gibt. Und dann rechnet er einem aus, ob es gut oder nicht gut ist. Das wird dann in Zukunft noch ein bisschen erweitert, auch auf die Drop-Chance, die es dann gibt, also zum Beispiel doppelte Chance oder so. Und dann das zweite ist dann so ein, ja, im Prinzip ein Autoklicker, der ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Ja, das ist doch super. Dann ergänzt sich das ja auch. Ja, natürlich. Nee, ich finde einfach die. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste alle meine Gems, die Masteries, per Hand klicken. So wie meine ersten. Nee. Also beim besten Willen nicht. Das sind ja tausende von Klicks. Ja, man macht ja auch teilweise oft bei ähnlichen Champions immer dieselben Masteries teilweise. Genau. Ich habe übrigens, jetzt bin ich gerade im Discord bei Plarium drin und da geht es gerade übelst ab mit Disconnects. Ach, Disconnects. Also es haben alle das Problem. Das war gestern oder vorgestern auch schon mal, da wollte ich auch gerade was aufnehmen und da
wollte ich natürlich gerade rein und dann habe ich nur gesehen, okay, es geht gerade nicht, bin in den Chat rein und habe dann nur gesehen, oh ja, da einige Meldungen und dann habe ich auch noch die Meldung aufgenommen. Ja, na ja, jetzt bin ich mal gespannt. Sie sagen, Sie machen was. Warten wir mal ab. Schauen wir mal, ja. Meistens dauert es ja, wenn sowas ist, auch nicht unbedingt so lange, mal 10, 15 Minuten und dann geht es nachher wieder. Aber das, was man natürlich jetzt bei der Season hatte, beim Start, sowas geht natürlich gar nicht. Und da kann ich auch verstehen, dass jetzt Leute zum Beispiel auch nach anderen Spielen Ausschau halten. Ich meine, es gibt ja vergleichbare Spiele, aber ja, von der Grafik her sind die natürlich auch schon ein bisschen kindlicher gestaltet meistens. Das ist so der Grund. Wenn Wade die Grafik nicht hätte, wäre das Spiel schon weg. Ja. Das Design und die Grafik und so, das ist natürlich das, was es am meisten ausmacht, sagen wir mal so. Also was das Spiel auch wirklich so faszinierend macht, das muss man schon sagen. Mhm. Genau, denke ich auch. Wie ist so deine Meinung? Sie haben ja einen riesen, so einen riesen Plan vorgegeben, was sie alles noch machen wollen. Den haben sie natürlich bei weitem nicht eingehalten. Das stimmt, das sollte ja schon letztes Jahr vieles kommen. Genau, und ich glaube einfach, dass da die Community Manager oder die Marketingabteilung einfach nur Mist macht. Also wie man so daneben liegen kann, weiß ich nicht. Ich denke, dass das alles so ein bisschen auch ist, dass dann wieder Sachen reinkommen, die nicht geplant waren, die dann unbedingt noch schnell umgesetzt werden müssen. Dass sie natürlich diese Roadmap so geplant haben, hätten sie vielleicht nicht unbedingt in dem Maße so veröffentlichen sollen und sagen, es kommt bis Ende des Jahres, sondern hätten ja einfach sagen können, guck mal, das ist unsere Roadmap, das haben wir noch alles vor und hätten jetzt nicht unbedingt sagen müssen, es kommt jetzt bis Ende dieses Jahr, sondern es kommt definitiv jetzt noch dieses eine mit den Fraktionsgruften und dann kommen noch ein paar andere Sachen vielleicht zwischendurch oder so oder dann einfach nur bis zu den Fraktionsgruften sagen, das schaffen wir und nicht einfach sagen, wir schaffen jetzt hier noch einen neuen Boss und noch einen Hydra-Boss und dann machen wir noch den Turm und dann machen wir noch dieses und jenes. Das wurde dann alles scheinbar durch andere Sachen über den Haufen geworfen. Da kam dann wahrscheinlich wieder einer und sagte, wir müssen jetzt unbedingt um Geld verdienen und noch einen Season-Pass einführen und macht euch mal Gedanken, wir müssen noch irgendwie eine Season machen. Und dann baut das mal schnell ein. So kommen wir das meistens vor. Ja, ich glaube, da machen sie es dann immer zu einfach. Ja, aber auch mit diesen Champs, die teilweise einfach mal kommen. So random haben wir jetzt mal plötzlich 14 neue Champions. Okay, aber wo ist eure Roadmap? So, ne? Ja, weil genau. Die meisten Champions sind ja auch so Reskins einfach nur. Die gab es quasi schon vom Modell her und dann sind einfach nur Farben drauf geklatscht worden, die anders aussehen. Das ist wohl richtig. Ich glaube, da geht es einfach um Ressourcen zu sparen. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn das andere halt dann trotzdem kommt. Aber ja, oder wenn man einfach so mal sagen würde, es kommt dann und dann definitiv und muss ja nicht sagen, bis Ende dieses Jahres haben wir jetzt alles drin, sondern das war ja der Fehler. Ja, einfach zu sagen, guck mal, das planen wir noch, das ist in Planung, wird auch kommen, aber vielleicht nicht bis Ende dieses Jahr, sondern wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und dann werden wir nächstes Jahr vielleicht mehr sagen können, was dann genau kommt. Ich habe jetzt gesehen, ich habe, bevor das jetzt hier nicht mehr einzuloggen ging, war ich ein Drachenrand, glaube ich, laufen. Da hast du mit Way als Lead gespielt. Hast du sie auch schon in der Arena eine Zeit lang probiert? Also, weil sie ist ja, sag mal, so eine Arena ja wirklich auch ein Monster. Oder hast du sie jetzt benutzen für Arena? Ich habe es ja aber eigentlich nicht für Arena gebaut. Also ich habe es jetzt mehr für Dungeons gebaut und für Kampagne Farm. Ich habe auch keine Bücher in ihr drin, erstmal aktuell, weil sie macht schon so alleine recht viel Schaden. Okay. Aber ja, man könnte sie natürlich auch ins Arena-Team Märtyrerin jetzt auch integrieren. Also dann könnte ich zum Beispiel Tormin und Ray zusammenbringen. Das heißt also den Death Down von Ray mit benutzen und den Freeze und auch den Freeze von Tormin natürlich noch mit dazu und den Stun. Und dann könnte man wieder die gegnerischen Fähigkeiten mit beiden so ein bisschen ausschalten vielleicht, wenn es prockt. Aber dann braucht man natürlich die entsprechende Genauigkeit noch. Und was bei ihr vielleicht ganz cool wäre, habe ich auch noch nicht ausprobiert, ist so mit Artefakten, die halt die Defensive ignorieren, zu spielen. Ja. Also ich spiele mit, wenn du mein Team schon mal gesehen hast, ich habe ja Lilly mit drin. Und also bei mir ist Way, wenn die schneller ist, ein ziemliches Problem. Weil die natürlich die ganzen Buffs entfernt und dann ist Lilly natürlich obsolet und somit wird dann mein Team meistens auseinandergenommen. Also, ja. Das war dann schon sehr, sehr oft sehr problematisch.
Ja, aber ich spiele auch meistens eher so ein bisschen defensivere Teams als die Glaskanonen-Teams, weil ich meistens dann Probleme oder weil ich damit Probleme habe, wenn mein Team halt gewiped wird, dann bin ich down. Aber wenn ich halt eins habe, was ein bisschen länger durchhält und schneller ist, dann kann ich halt das andere Team meistens eher ausschalten. Also ich hatte letztens zum Beispiel, da habe ich mal einen Screenshot bei uns im Discord gepostet, mein Team hatte 96.000 Kraft und der andere, gegen den ich gekämpft hatte, glaube ich 200.000. Und da habe ich natürlich das Team einfach auseinandergenommen. Einfach weil es alles Glaskanonen waren, alles nur auf Crit-Damage, Crit-Schaden und wahrscheinlich Widerstand oder so gebaut war. Aber ja, man muss halt nicht unbedingt immer auf die Kraft schauen. Ja, das ist richtig. Das hatten wir vorhin auch das Thema, wie sich Kraft überhaupt zusammensetzt, diese Aussage. Also da braucht man nicht denken, dass die Teams im Ultra stark sind. Meistens sind es dann irgendwie bloß viel HP oder Widerstand hoch oder wie auch immer. So, ich bin übrigens wieder an deinem Account drin, nur so als... Jo. Ich würde gerne mit dir mal über deine Teams so drüber gehen, wenn du möchtest, wenn es okay ist. Na klar, wie gesagt, ich variiere auch gerade so ein bisschen, also es sind vielleicht genau, nicht unbedingt genau die Standard-Teams. Genau deswegen, weil mich das gerade mal interessiert, so wie du, was du schon so ausprobiert hast. Also ich habe jetzt gerade die, zum Beispiel den Akan Bofried, also den weißen Tränke. Und ich, das ja. Jetzt aktuell, ich glaube, das Team hast du auch beim Drachen gehabt, mit Ray, Tormin, Aesa, Royal Guard und Razin. Genau, den probiere ich halt gerade so ein bisschen aus. Mit dem kommt man, glaube ich, ein bisschen schneller voran. Mit wem? Mit Tormin? Mit dem neuen, wie heißt er? Protoss. Protoss, genau. Ja, weil ich habe gesagt, also in der Arena war ich echt überrascht. Also der hat da echt, der war der Letzte und ich dachte, jetzt müssen sie mal tot kriegen. Die HP war weg und dann hat er sich ja mal wieder neue HP geholt. Ja, dieser genau. Tod, der war irgendwann mal sterben. Er ist einfach nicht gestorben. Das wirst du dann in einem Video sehen. Und da hat er echt gegen das richtige Team noch auseinandergenommen. Also und das Krasse ist ja auch dieser Skill, dass er sozusagen die HP der anderen verkürzt, also klaut. Ja. Und dass dann weniger LP da sind von den Gegnern. Das hilft halt auch bei den Adds vom Eisgolem sehr. Denn die werden halt immer schwächer und sind dann schneller tot. Das stimmt. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja so Bergkönig, sag ich mal, ja, einer der mit 100.000 HP nicht selten anzutreffen ist in der Arena. Und wenn du natürlich dann mit so einem wie Rotos kommst, dann ist der natürlich, ja, hat halt Pech. Sagen wir es mal so. Also, das ist wunderbar, ja. Ja. Mir fehlt jetzt leider noch ein Champ. Ich muss noch einen Champ machen. Ich wollte die Fusion eigentlich nicht machen. Eigentlich habe ich gedacht, weil mir es einfach abartig teuer war. Ja, mir war es auch zu energieaufwendig eigentlich, aber dann habe ich gesehen, du hast halt schon fast die Hälfte und wenn du es vielleicht clever angehst und das zweite Beschwörungsevent, du brauchst halt diesen einen Champion von diesem zweiten Beschwörungsevent. Das war einer, den ich brauchte. Ich wusste, ich kann das erste nicht machen, weil das ist zu viel, also die Chance war zu gering, diesen einen leeren Champ jetzt noch rauszuziehen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das zweite. Dann habe ich vielleicht die Chance, noch ein paar mehr von den seltenen zu bekommen. Bis dahin hole ich mir trotzdem erstmal die ich brauche. Weil du kannst ja nicht damit rechnen, dass du die bekommst bei der Beschwörung. Und dann habe ich bei der Beschwörung genau die bekommen, die noch offen waren. Und die eine Reliquie habe ich ja sowieso durch Belohnung gekriegt und das Ausbildungsereignis musste ich halt machen. Diesmal war es beim Ausbildungsereignis noch ein bisschen, sag ich mal, human. Sonst muss man meistens so 2000 bis 2500 Punkte am Tag machen fürs Ausbildungsereignis, dass man es schaffen kann. Diesmal waren es nur 1800. Also das stimmt, aber ich fand insgesamt den Invest höher. Also ich hatte so ja, natürlich die ganzen Dungeons. Ja, ja, also das war diesmal. Also ich muss dazu sagen, ich hatte beim Chart-Opening das meiste dabei. Und das war der Grund, warum ich dann mich entschieden habe, oder umentschieden habe, ich werde sie doch machen. Weil ansonsten, also ich fand den Invest Wahnsinn. Also wenn man so denkt, für einen so einen Champion, da kann man ja zig andere hochziehen für den ganzen. Du weißt ja selber, was es kostet. Also ich sag mal so, pro Dungeon habe ich bestimmt so 2000 Energie gebraucht, wenn ich da dann letztens Drache gefarmt habe. Das Team geht ja noch relativ schnell. Im Gegensatz zu meinem Eisgolem-Team. Bei Eisgolem musste ich dann Stufe 17 nehmen, damit es schneller geht und ich nicht so lange ewig brauche zum Farmen. Das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied bei den Punkten, sage ich mal. Ein bisschen macht es schon. Aber trotzdem war das so 2000 bis 2500 Energie, die man gebraucht hat, auch wenn man jetzt nicht die höchste Belohnung haben wollte, sondern nur diesen einen Champ halt als Belohnung. Ich habe gesehen jetzt hier auch gerade, ich habe gesehen, in deinem Channel hast du ja einen Guide über die eisige Bungee gemacht. Mhm. Also ich habe jetzt auch schon meine ersten Tests hinter mir.
nachdem sie meinen Account... Also ich habe 10 Clan-Boss-Keys verbraucht bei ihr, ne? Ja, sie benutzt ja ihren Skill nicht auf Auto. Erstmal das. Zweitens ist es auch sehr, wie soll ich das sagen, also wenn man sie als Solo-Gifterin spielen wollen würde, geht das gar nicht, weil die Chance, dass sie diesen einen Debuff prockt, der ist einfach so gering. Und also man braucht ja auch 3 Runden, bis der wieder hergestellt ist. Genau. Und wenn man halt kein Gift drauf bekommt, bekommt der Clan-Boss ja nicht so viel Schaden. Und dann bringt es auch nichts mehr, so einen Giftsteigerungs-Debuff draufzusetzen. Der bringt nur was, wenn sie den tatsächlich von Anfang an macht. Aber dann hat man vielleicht, sag ich mal, was haben wir denn da? Wir haben Attacke runter, wir haben Death Down, wir haben Schwächung und vielleicht noch einen LP-Burn. Das sind so die 4, die man meistens standardmäßig ja so auf den Clan-Boss setzen kann, bevor man jetzt Gift macht. Aber das sind halt nur dann nochmal 40% extra, dann bin ich bei 50% bei ihrem Skill. Das heißt, es ist immer so eine 50-50 Chance, dass sie ihn überhaupt macht. Und wenn ich das halt 3-4 Runden durchexerziere, habe ich keinen Schaden mehr. Und dann lohnt sich auch dieser Gift-Erhöhungsschaden nicht mehr am Ende. Das stimmt. Und deswegen braucht man immer noch einen zweiten Gifter dazu, der dann noch Gift-Debuffs schon setzt, damit sie einfach die 90%, 100% Chance hat, ihren Giftsteigerungs-Debuff zu setzen. Ich hatte sie jetzt genau aus dem Grund, ich habe sie mit Aesa getestet, weil er 4 Stacks Instant drauf macht. Mhm. Und mit Draco, der macht ja auch 4 Stacks Instant. Und dann war mit, genau wie du gesagt hast, mit Defense Decrease in Schwäche und Attack Decrease waren dann 7 Debuffs drauf. Dann ist der zwar gebrockt, aber dann sind die Stacks schon so voll, dass sie gar kein Gift mehr machen kann. Genau, dann macht sie meistens vielleicht nur noch 1 oder 2 Gift und dann ist es das auch schon gewesen. Und dann macht sie natürlich nicht mehr besonders viel Schaden, einfach dadurch, dass sie ja auch nur 2-mal angreift mit ihrer A1. Ist es jetzt nicht so viel. Also sie hat jetzt nichts Besonderes, was dazu führen würde, dass sie mehr Schaden am Clan-Boss noch macht, außer halt ihr Gift und wenn man sie als Solo-Gifterin spielen könnte. Ja, die hätten die Chance ein bisschen höher machen sollen. Da hätten sie lieber eine 50% Grundchance und dann 5% für jeden weiteren Debuff machen sollen oder so. Ja, das hätte dann wären wir wenigstens bei so 90%, wenn man die anderen 4 schon drauf hat. Genau, das hätte, also weil so wie es jetzt ist, gebe ich dir recht, dass wenn du, welcher Champ, wo du sagst, bei dir ist am besten equipped, also wo du sagst, hey, der ist mir richtig gut gelungen. Vielleicht hast du da einen? Also ich suche auch momentan so ein bisschen Equipment. Momentan ist mein Stahlschädel leider nicht für Clan-Boss gebaut. Aber tatsächlich habe ich lustigerweise die eisige Banshee ganz gut ausgerüstet, sodass ihre Genauigkeit bei, glaube ich, 300 liegt. Ja, 319 ist sie genau. Die ist sehr hoch. Ihre Genauigkeit ist halt sehr hoch, weil ich gehofft habe, dass man irgendwie noch was rausholen kann. Aber leider auch nicht. 10% sind halt 10%, ne? Da hast du ja gute Genauigkeit in den Substats erwischt. Das Problem ist, ich habe eigentlich Tyrell ganz gut ausgerüstet, bis auf das Banner. Ich habe nie einen Hochelfen-Banner für Genauigkeit bekommen gehabt am Anfang. Das habe ich jetzt bekommen und das werde ich aber dann für Arbiter nehmen. Und Tyrell ist erstmal ohne da. Hey, ich sehe gerade, du hast ja einen 6-Sterne-Banner Genauigkeit, genau. Den hast du. Genau, aber von Geschwindigkeit her und Genauigkeit ist, glaube ich, Stahlschädel gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt, dass er kein Vampir-Set hat, sondern nur das Ewig-Set. Und bei ihm fehlt halt momentan einfach dadurch so ein bisschen Heilung. Und dann fällt er schneller um. Ja, das stimmt. Aber in Dungeons ist er super. Hat aber auch Gott sei Dank ja ein bisschen Self-Heal, ne? Er kann ja selber heilen. Ja, genau, das ist der Vorteil. Ich sage immer, er ist der große Tenazil. Oder beim Tenazil sage ich, er ist der kleine Stahlschädel, weil der Tenazil hat ja keine Heilung in seinen Skills drin. Ja. Und nur diesen Def-Heilungsskill. Und bei Stahlschädel hat er noch diesen zusätzlichen Instant-Heilungsskill. Ich bin gerade so nebenbei ein bisschen an deinem Account durchgucken. Ich glaube, Tormin ist mir auch ganz gut gelungen, dadurch, dass er halt so relativ hohen Def-Wert einfach bekommen hat. Ja, du hast gerade, also was ja wirklich cool ist hier, du hast das Stun-Set fast mit alles mit 6 Sterne. Dann hast du in den Substats dann die Genauigkeit geholt. Und dann natürlich alles 3 Defense. Jetzt außer den Handschuh, der ist nicht suboptimal, aber ansonsten, da bist du natürlich Wahnsinn. Deine Defense hier mit 5200 und dabei ist der große Saal gerade mal auf 28. Jetzt stell dir mal vor, der große Saal wären auch nochmal 20%. Das wäre ja Wahnsinn. Genau, dann hättest du ihn bei 6000 oder so.
Ja, also ich denke auch, bei ihm kann man schon relativ hoch kommen. Also ich sag mal so, die Defense ist ja bei ihm nicht unbedingt ausschlaggebend, damit der Schaden nicht eingeht, klar auch. Aber ab 4.500, 5.000, sag ich mal, ist das auch zu vernachlässigen, dann bringt das nichts mehr. Aber bei ihm ist ja der Schaden dadurch einfach höher, weil er ein defensiver Champion ist. Ja. Und da macht er schon einiges gut damit. Das stimmt, der holt dann schon ordentlich rein. Vor allem, wenn da noch Death Down oder so drauf ist von jemand anders. Das ist richtig. Jetzt habe ich sehe gerade hier, du Molly hast du auch. Wie bist du mit ihr so? Hast du sie auch mal schon in der Arena probiert? Die ist ja sogar sie fast war komplett. Auf jeden Fall in meinem Arena-Team drin, bevor ich Tormin hatte. Ist auf jeden Fall super. Also das Provozieren von ihr und dass sie wiederbeleben kann, hilft definitiv sehr. Also auch in Dungeons. Ich habe sie zum Beispiel beim Feuerritter-Team drin gehabt, weil ich einfach auch Eisherz immer wieder hochholen musste, da sie nicht so viel aushält. Und mit ihr habe ich den Feuerritter gut schlagen können, einfach weil, wie gesagt, provozieren erst bei den Wellen, dass der Schaden gar nicht groß eingeht bei den anderen und dann noch das Wiederbeleben, falls dann doch mal jemand umfällt. Und das hilft natürlich auch in der Arena. Also wenn jemand tot ist, kann sie den ja auch wieder retten. Das stimmt. Und vor allem gleich mit Blocke Schadenwaffe. Das genau, und das Provozieren prockt ja fast immer bei ihr. Also sie hat eine sehr hohe Chance einfach, dass das funktioniert. Sie macht zwar keinen Schaden mit dem Skill, aber da sie es halt einfach macht und dann ihren anderen Skill, wenn sie angegriffen wird, da sie ja dann auch noch das Rundenmeter von allen steigert, ist natürlich auch vorteilhaft in der Arena. Das stimmt. Ich habe jetzt gerade mal ein Fire Knight One gestartet. Also nicht wundern, wenn da ein bisschen Energie bei dir weg ist. Oh nein! Das darfst du bei mir natürlich dann auch machen. Einfach mal, wenn ich jetzt gerade im Feuerritter drin habe, ich glaube, ich habe da so ein bisschen umgestellt jetzt, um einfach so ein bisschen zu testen. Aber ich finde es gut. Also ich bin da sowieso ein Freund davon, immer mal was Neues zu probieren, weil man dann doch manchmal überrascht ist, wie gut was funktioniert. Also ich muss auch sagen, beim Feuerritter, also Cold Heart hat sich definitiv bezahlt gemacht. Jetzt habe ich Visier Ovelis noch mit reingenommen. Ja. Der hilft auch dadurch, dass er natürlich den Heilungsverringerer macht und die Debuffs verlängert. Also das ist wirklich auch praktisch bei ihm, dass er diese Debuffs noch mit verlängert. Das heißt, ich muss ja nicht immer ständig die Debuffs wieder drauf bekommen auf den Feuerritter. Und bei Märtyrer der Gegenangriff, also man kann ja natürlich auch so einen Schädelschmetterer oder so benutzen dann für den Gegenangriff. Das hilft natürlich, um mehr Attacken einfach auch mit Leuten zu haben, die jetzt vielleicht nicht so viele Attacken auf der H1 oder so besitzen. Ja. Finde ich ganz praktisch. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin jetzt gerade bei der zweiten Wave. Gehen sie gerade alle auf Moli, weil Provoke draußen ist. Ja, das hoffe ich ja. Das ist ja das, was ich beim Feuerritter gehofft habe. Die Morny Tankard angreifen, damit meine Cold Heart und so weiter nicht irgendwie Schaden nimmt und dann schon vor dem Feuerritter umfällt. Wenn sie beim Feuerritter umfällt, dann kann Morny die ja auch wieder hochholen. Wer war denn dein erster Leggy? Boah, ich glaube, da war ich nicht so begeistert. Da habe ich Cupidus gezogen und ich habe ihn dann gespielt und dann fand ich ihn gar nicht so toll irgendwie. Weil er auch in Verbindung mit Venus nur Synergien nochmal bekommt. Also er ist ja sozusagen so ein Valentins-Charakter gewesen. Und irgendwie war ich von ihm nicht so begeistert. Ich fand es zwar cool, dass er halt Schaden machen kann und so, aber irgendwie fand ich ihn nicht so praktisch, weil ich hatte halt schon ein Team mit Juliana und Romero und so. Und Juliana war halt meine Damage-Dealerin und hat halt LP-Burn auch schon gehabt. Und er hat ja auch diesen LP-Burn. Ja. Und hat jetzt auch keinen Angriffssteigerer auf alle, sondern nur auf sich selber. Von daher war ich bei ihm jetzt nicht so begeistert. Dann war ich aber froh, als zweiten Champion gleich Lysandra gezogen zu haben, als Legendären, der dann später noch kam. Erst habe ich sie so ein bisschen unterschätzt und dann hatte ich mir aber im Vergleich zum Apotheker mal ihre Skills noch angeguckt, weil ich immer Apotheker haben wollte und habe aber keinen bekommen gehabt. Und habe dann gemerkt, oh, sie hat zwar keine Heilung, aber sie setzt ja das Rundenmeter zurück und sie ist schneller als der Apotheker insgesamt. Das heißt, ich kann quasi in der Arena schneller sein mit ihr als bei anderen, weil sie auch noch selber ihre Aura hat. Ja. Und da war ich dann doch schon begeistert. Und dann seitdem spiele ich Lysandra und sie ist auch eine meiner Lieblingshelden. Ja, die habe ich sehr spät gekriegt, Lysandra. Also das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war gerade dieser Wettbewerb aktiv, wo sie auf dem ersten Platz gab und da gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Also da das war einfach Wahnsinn, was die Leute da investiert haben. Es kommt immer auf die Gruppen an, ja, aber tatsächlich gibt es da einige, die zücken ganz schnell ihre Kreditkarte und dann sind wir wahrscheinlich ein paar tausend Euro weg. Naja, das ist Wahnsinn. Also es waren, keine Ahnung, 40 oder 50.000 Punkte, ja. Also jenseits von Gut und Böse. Ja, aber ich habe da meine Spieler weggemacht, die ich hatte. Und ich habe es halt dann da gerade gedroppt.
Ja, und durch Orin dachte, super, das ist natürlich dann auch mega. Ja, das finde ich auch immer lustig, denn wenn man irgendwie auf einen Champion aufschwören, hat man ihn und braucht dann gar nicht mehr zum Beispiel die Fusion oder sonst irgendwas zu machen und sagt dann einfach, ach, naja, dann habe ich ihn ja jetzt. Ja, genau. Ja, dann jetzt sind wir schon wieder 50 Minuten am Reden. Zeit vergeht. Das muss auf 10 Minuten runtergeschnitten werden. Ja, genau. Dann wird ja gar nicht so schwer, weil zwischendurch war ja sowieso nur schwarzer Bildschirm oder zumindest nur Login-Bildschirm. Nein. Jetzt zum also erstmal danke für das nette Gespräch. Und jetzt zum Abschluss kannst du gerne noch mal ein paar Worte loswerden, wenn du möchtest, so zu deinem Channel Werbung machen, was auch immer. Wenn du möchtest. Ja, wer noch nicht kennt, natürlich sehr gerne draufschauen. Guckt einfach mal durch die Videos durch. Und wenn euch die Videos gefallen, natürlich abonnieren. Und vor allen Dingen schändlicherweise, wenn ihr jetzt dieses Video hier schaut und habt den Kanal von Farbstoff noch nicht abonniert, ja, dann tut das bitte auch, weil das bringt uns beiden natürlich was. Und wir freuen uns über jeden Abonnenten. Wir freuen uns da immer drüber, über jeden Kommentar, über jedes Like. Also da ist, glaube ich, freut sich jeder YouTuber drüber. Von daher, also beide Channels abonnieren am besten. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bei einem von meinen Videos und bleibt auch bei den Streams vom Farbstoff gerne dran, denn er verbessert natürlich auch euren Account gern. Das stimmt, das stimmt. Wahre Worte, wahre Worte. Und ich glaube, wir sind auch beide sehr gut kurz zu erreichen. Jojo, das auf jeden Fall. Dann danke ich dir, O-Comic. Vielen Dank. Ja, danke dir. Das nette Gespräch. Und wenn du das gerne auf deinem Channel wiederholen möchtest, dann andersrum, dann muss ich Rede und Antwort stehen. Dann kannst du uns vielleicht einfach Bescheid und dann passt das. Vielleicht schaffen wir es nochmal nächstes Wochenende oder so. Genau. Genau. Dann, wie gesagt, super. Ich richte mich dann einfach nach dir. Sehr gern, sehr gern. Dann machen wir das hoffentlich nächstes Wochenende. Wenn jetzt nichts dazwischen kommen sollte oder so, dann schreib mal einfach nochmal. Genau. Gut. Melde ich mich. Dann, ja, für alle, die zuschauen, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und unseren Stimmen gelauscht habt. Dann sagen wir, also ich in meinem Namen Farbstoff und O-Comic, auf Wiedersehen. Wir wünschen euch was. Ciao, ciao. Tschüss.